Willkommen zurück, mein Name ist Sascha und heute gibt es mal ein interessantes Jobangebot. Das Angebot kommt von der NASA. Das Jahresgehalt beträgt so 120.000 bis 180.000 Dollar und ist damit verbunden, viel umherzureisen. Was ist das nun für ein Job? Es ist ein Job als Planetenschützer. Konkret bedeutet das, die Erde vor außerirdischen Lebensformen zu schützen und fremde Himmelskörper vor irdischen Leben zu schützen. Gut, mit Lebensformen sind jetzt vor allem Mikroorganismen gemeint und weniger außerirdische Zivilisationen. Das bedeutet, dass kein biologisches Material anderer Himmelskörper auf die Erde kommen darf und wir auch kein solches Material auf andere Himmelskörper bringen dürfen. Daraus ergeben sich die Jobvoraussetzungen, dass ein Bewerber ein umfassendes Wissen über Planetenschutz benötigt und Erfahrungen bei der Aufsicht von Weltraumprojekten. Der Grund, warum solche Mitarbeiter gesucht werden, ist, dass sich die NASA an Regeln für Planetensicherheit halten muss. Diese Regeln beruhen auf Vorgaben der Regierung und auf internationalen Verträgen. Besonders die ersten 3 Jahre bestehen nicht daraus, mit futuristischen Waffen rumzulaufen und mit einem Blitzdings, um alles zu blitzdingsen, was zu blitzdingsen ist, sondern darin halt eben dafür zu sorgen, dass die Planetenschutzregeln eingehalten werden. Das Jobangebot klingt jetzt auch recht verlockend, doch die Bild führt die Voraussetzungen etwas genauer aus. Danach ist erstmal ein Bachelor in Ingenieurswissenschaften, Biologie, Physik, Computerwissenschaften oder Mathematik nötig. Gut, in diesem Semester fange ich gerade mit meinem Bachelor in Mathe an und das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings wird auch eine US-Bürgerschaft vorausgesetzt und eine 3-jährige Berufserfahrung. Wenn also einer von euch diese Voraussetzungen erfüllt und gern für die planetare Sicherheit eintreten will, kann sie oder er sich auf dieses Jobangebot bewerben.